Die Herstellung feinster Backwaren ist das oberste Ziel des österreichischen Familienunternehmen Oelz. Vorbild ist dabei das traditionelle Bäckerhandwerk bzw. selbstgebackene Köstlichkeiten. Die Konsumenten sind von der Qualität der Produkte überzeugt. Der österreichische Marktführer setzt auf gute Mitarbeiter und durch eine hochwertige Lehrlingsausbildung wird sichergestellt, dass auch weiterhin 8 von 10 Konsumenten zu Oelz-Produkten greifen. Die Jugendlichen werden als Lebensmittel- und Elektrotechniker ausgebildet. Wir sind die Lehrlinge im Bereich Lebensmitteltechnik und lernen von den Oelz-Meisterbäckern aus erster Hand. Wir sind Lehrlinge der Elektrotechnik und unsere spannenden Aufgaben liegen in den Bereichen Anlagen und Betriebstechnik. Wir zeigen euch heute unseren Arbeitsplatz. Haben wir geschafft. Sauberkeit und Hygiene sind in einem Lebensmittelbetrieb oberstes Gebot. Erste Aufgabe vor Arbeitsbeginn ist deshalb, dass sich alle Mitarbeiter sauber kleiden und ihre Hände waschen. Dann kann die Arbeit beginnen. In der Materialwirtschaft lernen wir das richtige Lagern von Rohstoffen und Verpackungsmaterialien. Zudem sind wir mitverantwortlich für das Bereitstellen der Zutaten für die Produktion. Der Ausbildungsschwerpunkt in der Produktion beansprucht die meiste Zeit. Dies beginnt bereits beim genauen Abwägen der Rohstoffe. Als Teigmischer bist du dann für das richtige Mischen der Teige verantwortlich. Die Teige werden kontrolliert und auf beste Qualität geprüft. Wenn ihr einen Teig richtig gemischt habt, dann weiß ich, dass mehrere hundert Leute etwas essen, was ich gemacht habe. Das macht mich schon stolz. Darum gefällt mir persönlich die Arbeit in der Mischerei am besten. Um beste Produkte zu garantieren, gehören Qualitätskontrollen bei Oelz zur Tagesordnung. Bei unserer internen Qualitätsprüfung beurteilen wir das Produkt nach der Backfarbe, nach der Form und auch nach der Porung. Und das entspricht unseren Qualitätsvorgaben. Ich finde das interessant zu sehen, wie die Produkte entstehen. Angefangen von der Anlieferung der Rohstoffe, bis hin zu der Verpackung. Damit unsere Kollegen problemlos produzieren können, müssen wir die Anlagen regelmäßig warten und pflegen. Das Zusammenspiel der beiden Ausbildungsberufe ist also sehr wichtig. Kleine Störungen können die Lebensmitteltechniker selbst beheben. Für fachspezifische Themen wie pneumatische und elektrische Steuerungen sind die Kollegen und Kolleginnen aus der Elektrotechnik verantwortlich. Weiter geht es mit der Qualitätssicherung. Bei Oelz Meisterbäcker wird das Qualitätsmanagement sehr ernst genommen, denn wer mit Lebensmitteln arbeitet, hat eine besondere Verantwortung gegenüber seinen Konsumenten und Kunden. Ich kontrolliere jeden Tag, ob die Qualitätsstandards eingehalten werden. Nur so können wir garantieren, dass wir unseren Konsumenten gleichbleibend gute Qualität anbieten. Zur Produktentwicklung zählt neben der ständigen Optimierung und Verbesserung von den bestehenden Produkten auch die Entwicklung und Umsetzung von neuen, innovativen Produktideen. Als ich mich vor 5 Jahren für die Lehrstelle als Lebensmitteltechniker entschieden habe, war es für mich wichtig, in einem großen Familienunternehmen mit guten Qualitäten zu arbeiten. Der Meisterbäcker legt nicht nur ein großes Augenmerk auf die Qualität der Produkte, sondern auch auf eine Top-Ausbildung der Lehrlinge. Wer sich für eine Lehrausbildung beim Oelz Meisterbäcker entscheidet, entscheidet sich für eine sichere Zukunft und tolle Karrieremöglichkeiten. Ich selbst habe auch eine Lehre als Bäcker absolviert, daher liegt mir diese Ausbildung so am Herzen. Wichtig ist uns auch, dass wir die Lehrlinge nach ihrer Ausbildung bei uns behalten können. Denn es gibt sehr viele Einsatzmöglichkeiten, sei es in der Teigaufbereitung, in der Produktion, in der Technik oder in der Verwaltung. Eine Lehre bei Oelz Meisterbäcker bringt also nicht nur eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit, sondern auch ein tolles Team und beste Chancen für die Zukunft.